Wollen wir sehen, wie zwei Jungs in ein Loch reindippen? Haben wir eine Wahl? Nee. Ich wollte mir schon immer mal ein Video von denen reinziehen. Chilliges Intro, wirklich. Das ist saugeil gemacht, Alter. Geil. Boah, der war aber noch. Boah, guck mal. Sie sagen, was du willst. Das Intro hat Sam Colder geschnitten. Ja, ja. Ich wollte mir auch mal so ein Ding suchen. Nein. Ich wollte mir auch mal so ein Metalldetektor kaufen. Mieten. Mieten? Und kaufen. Dann stell dir mal vor, du gehst über einen Kindergarten damit. Und dann scannst du das, ja, den Sandkasten, und dann merkst du, es piepst. Und dann buddelst du. Und dann ist da einfach ein toter Mann drin mit einem Nasenpiercing. Ja, da hast du das Nasenpiercing gefunden. Richtig, und jetzt kann man ja behalten. Ja, ja. Das ist richtig. Wird wieder zubuddeln und nicht die Polizei rufen. Stark. Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr seht. Hä? Tag. Ich bin so dumm, Digga. Ich dachte, ich hätte ein Fritz-Meinecke-Video angemacht. Scheiße. Wir sind heute mitten im Wald, aber es geht dennoch tauchen. Für diejenigen, die das letzte Video gesehen haben, die wissen, dass wir in Gerrit und Andys Waldstück sind. Und ja, da waren wir mit dem Metalldetektor unterwegs und haben dabei eine Zisterne gefunden, beziehungsweise die kannten die natürlich. Eine Zyste. Zisterne. Eine Zyste. Zisterne ist das, was hinten. Das ist zwischen. Das Zisterne ist, glaube ich. Das, was man wegschneidet, nee, oder? Nee, das ist zwischen. Das ist dieser Strich zwischen Sack und Arschloch. Zisterne. Ah! Okay. Und die haben die jetzt bei sich gefunden und die gucken die sich jetzt mit dem Metalldetektor halt an. Verstehe. Deshalb, ja. Implantat. Schon, ich hab. Wie soll Fritz denn da hinkommen ohne Auto? Junge, Fritz Meinecke baut sich einfach Motorrad aus Holz. Das neue Deck quasi. Da ist Wasser drin. Ich schätze einen Meter tief. Ich weiß es noch nicht, aber das Wasser ist total klar. Und ja, da gehen wir heute tauchen so ein bisschen drin. Ich bin gespannt, was wir so finden können. Das Wasser ist auf jeden Fall sehr klar. Das zeige ich euch gleich nochmal. Und ich habe eine Jetzt ist so mega die Pissplörre wahrscheinlich. Ist das Wasser klar? Niemals. Okay. Taschenlampe. Ist dir das klar? Mir ist das klar. Mir auch. Mit. Da drin ist es ansonsten stockduster. Der Strich zwischen Sack und Schwanz ist der Greil. Was? Echt jetzt? Ich bin wirklich gespannt, wie das heute hier ausgeht. Grail, ich zeige euch erstmal, worum es überhaupt geht. So, um dieses Loch hier geht's. Ja, es ist eine Zisterne. Mega klares Wasser. Hier wird Löschwasser entnommen oder wurde zumindest mal. Ja. Und wenn man hier jetzt mit der Taschenlampe mal reinleuchtet, oha, sieht man, dass das total klar ist. Und nee, ja, ich gehe da jetzt rein gleich. Ich habe einen Neoprenanzug mit. Da sehe ich schon irgendwas. Echt? Sieht mir aus wie ein Schloss. Ich habe immer zum Sex einen Latexanzug an. Mhm. Ja. Spannend. Ich versuche nicht zu viel. Wegen Corona halt. Ja, ja klar. Ja. Safety first. Ja. Aufzuwirbeln, damit man auch unter Wasser ein bisschen was sieht. Und sehr, ja, mein Metalldetektor habe ich auch mit, falls es hier irgendwelche metallischen Gegenstände drin gibt. Wollen wir noch mal sehen, ob man hier was finden kann. Und mit dabei ist der liebe Alex, ein Kollege von den Naturensöhnen. Und der wird mich heute ein bisschen unterstützen, kameramäßig. Ey, ja, was haben wir überhaupt für Equipment dabei? Trip, ja. Ich habe natürlich meine beiden Neoprenanzüge. Hier einmal wieder 5mm Eisweste, 7mm halbtrocken Neoprenanzug. Mein wasserdichter Metalldetektor, hier eine. Ein wasserdichter Metalldetektor? Bleiweste, aber ich denke, Blei werde ich gar nicht mit runternehmen. Hier habe ich auch den Bleigürtel, aber brauche ich, wie gesagt, wahrscheinlich nicht. Schuhe, damit die Füße nicht zu kalt werden. Handschuhe, damit die Finger nicht zu kalt werden. Ja, genau, hier sind die Handschuhe. Und klingt gerade so, ja, als ob er erklärt, wie man im Winter rausgeht. Und dann gehe ich mal da rein. Ich bin gespannt. So, Gerrit und Andi sind jetzt auch mit dabei. Digga, ich würde niemals einfach in so ein Loch, was mitten in der Natur einfach so spawnt, einfach reinklettern. Wie dumm ist das? Also einfach mal Adventure-Time. Guck mal, da könnte, weiß ich, Digga, da Loch Ness? Imagine, so, da wohnt einfach fucking schräg seine Mutter oder sowas drin und beißt dich. Weißt du, was ich meine? Mal kennenlernen. Junge. Ich bin auch schon sehr gespannt, was man hier drin finden kann, ob man überhaupt was finden kann und ob ich da lebend wieder rauskomme. Ja, ich bin so gespannt. Gut, Freunde, ich habe mein ganzes Zeug an. Hier ist der Metalldetektor drin. Ganz wichtig, die Taschenlampe. Und jetzt geht's los, würde ich sagen. Ja, man sieht doch daran nichts, oder? War der ja eine Taschenlampe dabei? Ach ja. Ja, ja. Ja, ja. Ist die markiert oder so? Wäre nichts für mich, sag dir ehrlich. Nee? Ach, halt, ne? Moritz, danke dir, Bro. Was der wieder macht, der Junge? Ich hoffe, hier sind keine Tiere drin, ey. Ich hoffe schon. Alligator. Es wäre so krass, wenn er jetzt einfach so. Wie tief ist denn das? Ist das nicht voll gefährlich, dass das einfach auf ist? Stell dir mal vor, du fährst mit dem Fahrrad da lang und rennst da rein und bist dead. Okay. Was? War da nicht ein Bulli drauf oder? Ich muss aufpassen, dass ich nicht. Haben die es einfach aufgemacht? Ich weiß es nicht. What the fuck? Nicht so viel aufwirbeln. Knossi hat ja da mehrere Jahre dann gewohnt, ne? Ja. Okay. Vor RTL. Oder nach RTL jetzt, ist die Frage.
Wow, boah, die ist echt okay. Krass. Voll krass. Luft da etwas raus? Ach nee, er taucht. Und was sucht er jetzt? Zentstücke oder was? Die Leute da reingeschmissen haben, um sich was zu wünschen? Nee, Körperteile. Ach, Körperteile, ja. Mit Metalldetektor. Ja. Naja, warum nicht? Chilliges Loch, aber. Alge, 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 Alge. Findet man da irgendwas? Ein Schloss? Cool. Er ist doch überkalt da drinne. Ja, deshalb hat er ja einen Winteranzug an. Winteranzug, oder? Ja. Vielleicht ist aber auch beheizt. Beheizte Grotte, weißt du? Das wäre geil. Wozu ist das? Löschwasser, glaube ich, im Wald, aber das muss ja auch stinken, oder? Ah, Neopren heißt das, nur zur Info. Dankeschön, Brokus. Danke, dass du geschrieben hast, dass es Neopren ist. Ihr habt einfach einen Pool in eurem Wald. Das ist ja mega. Weiß nicht, ob das jetzt ein Pool ist, also... Ja, wer da einen Strohhalm mitgenommen hätte, da reinpusten könnte, dann Whirlpool. Glaubst du, die finden irgendwas Krasses so? So ein Fahrrad einfach von so einem Typen, der da reingefahren ist, einfach. Aber das Bernsteinzimmer oder sowas. Guck mal, Alter, da hat das. Da hat boom. Lol, ist das eine Patrone? Hä? Was? Ja. Ja, Bro, that entspannt? Digga, that shit ain't safe, though. Alright. Wenn er ein bisschen weiter sucht, findet er den letzten Taucher. Junge. Da, liegt er. Also ich hab zwei... Mein eigener immer sollte Anzeige nennen, Drogen. Ich wollte auch nicht sagen, Dankeschön. Scharfe Patronenbüsse gefunden. Oder scharfe Patronen, besser gesagt. Warte, ich werf dich kurz hoch. Der eine ist einfach Headshot. Ich komme durch den Auftriebgas herum. Guck mal, ob ich den Bleigott überhaupt umkriege hier. Hast du? Ja, das... Der Trick ist einfach fett. Guck mal, jetzt hält die Leiter auch viel besser. Ja. Mit dem Bleigott. Ja, dann zieht sie nach unten, ne? Da drinnen war ja der Zweite Weltkrieg. Ach, das war das? Ach, guck. Junge, what the fuck? Ey, imagine, da ist eine Waffe oder sowas drin. Da sind voll viele drin, guck mal. Siehst du das? Ja. Bro? Junge. Ey, imagine einfach, du schwimmst irgendwo und checkst dann, dass es der Führerbunker ist. Aus Versehen so. Heute auch Zaubertricks, ja, ich kann dich bannen. Ich muss mal direkt zusammenhalten, ich bin war das mit offenem Mund drin? Stimmt, der hat die ganze Zeit den Mund offen. Der hat die ganze Zeit den Mund offen, ja. Weil du kannst ja, kriegst ja durch die Nase keine Luft mehr, ja, ja. Deshalb atmest du durch den Mund. Genau. Du schwimmst. Das liegen echt voll viele, siehst du das? Das ist brutal. Aber ich frage mich immer noch, warum hat er einen Metalldetektor dabei? Warum ist da Munition drinne? Das ist halt Gewehrmunition, das sind keine Pistolen. Hä? So, weißt du, was ich meine? Junge, guck mal, das ist AK, das ist 552 Munition. Viel Ego-Shooter gespielt, ja. Ja, und das oder Ding steht 7772. Verrückt. Ja, 762 meine ich. Ja, genau, 762. Fuck, genau. Das ich kaufe das irgendwie nicht ab mit diesem Ego-Shooter. Mir? Nee. Warum? Ja, das ist, also, das weißt du doch. Was denn? Aus anderen Quellen. Ich hab... Du hast mir doch vorher noch erzählt, ja, ist immer gerade ein bisschen schwierig, wenn so viele Zuschauer vor der Tür stehen und so. Dann habe ich dich noch gefragt, was ist eigentlich das Ding, was da in der Ecke steht? Und du so, lass nicht drüber reden. Was denn? Ja, jetzt weiß ich's. Über was reden wir denn jetzt nicht? Das ist Software. Ach so. Ja. Zockst du eigentlich auch irgendwann wieder GTA-RP? Nee. Ja. Ach, da waren Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Die haben da drin geschwommen. Okay. Interessant. Ich gebe euch den gleichen Munition, okay? Das war eine Nerven-Munition. Chillig.
Was ist ein Magnet, oder? Nee. Das ist ein Zünder. Ach, super. Dann hat er dann ins Wasser gemacht, damit die Munition zündet und ihm ins Bein schießt, damit er die Alliierten verklagen kann, rückwirkend. Das klingt sehr amerikanisch, tatsächlich. Die müssen mit einer Waffe testen, ob die noch geht. Stimmt, da hast du recht. Und die müssen Flashplayer 22 natürlich auf den Menschen schießen, um zu gucken, ob die wirklich auch funktioniert, die Munition. So. Die Munition ist nicht magnetisch. Sehr komisch. Ist die nicht aus Messing, die Munition? Ist das nicht Messing? Platin. For real? Aus was besteht sowas? Messing könnte schon sein. Aus was besteht Munition, Chat? Wenn die nicht magnetisch ist? Ist Messing magnetisch? Ist Kupfer? Kupfer ist magnetisch doch. Bronze. Ja, Bronze. Ist Bronze magnetisch? Aber das wäre, wenn die aus Bronze oder sowas wären, wäre doch ultra teuer, oder nicht? Oder aus Messing. Ist auch voll teuer. Verballerst doch nicht lauter Messing. Ja, Blei ist aber... aus Holz. Ach, die besteht aus Wichse. Danke. Aus Alufolie. Ja, die Spitze ist aus Blei, das weiß ich. Aber die Hülle müsste Messing oder sowas sein, ne? Und Messing ist obviously... Ich glaube, die ist einfach normalerweise aus Eisen. Aber sonst wäre die ja magnetisch und verrostet. Aber sie ist ja bronzen. Messing oder bronzend? Messing. Oder Lionel Messing. Ich glaube, ich habe gerade einen Schlaganfall, Alter. Digga, wie viel da liegt, guck mal. Oh. Popcorn, oder? Oder ein Zahn? Was ist das? Was ist der Kopf von dem Tier? What the fuck? What the fuck? Messing und Aluminium, hab's gegoogelt, ah, okay. Was ist das für ein Kopf? Welches Tier hat so einen kleinen Loser-Kopf? Ein Kranich. Kranich? Ja. Nee, glaube ich nicht, oder? Vogel? Eine Kuh. Ja. Eine Kuh. Hast du gerade gesehen? Nee. Da war irgendwas. Ja, schwimmt die ganze Zeit irgendwie. Was hat er jetzt? Okay, das war jetzt auch nicht der nächste Mal. Super. Das ist auch gehört jetzt. Junge. Geht der nochmal rein? Ich will's ja, aber mich interessiert eher, ob die das jetzt zumachen, weil da kann ja nicht einfach random so ein Loch einfach rein. Wieder heile draußen. Hä, ist doch mega nice. Für alle, die Munition brauchen, die können da rein sich welche holen. Ich hab's überlebt zum Glück. Das ist der Teutoburger Mörderwald. Ja, wir haben jetzt nur folgendes Problemchen. Also erstmal hier. Da ist ein Vorhängeschloss. Kannst du mal zeigen. Warum auch immer das da drin gelandet ist, ich weiß es nicht. Okay. Hat jemand versucht von innen zuzumachen? Klar. Wahrscheinlich, ihr wollt es ja einschließen halt, ne? In Germany auf jeden Fall, schon mal gut. Müssen die es jetzt eigentlich melden? Ja, dann haben wir hier... Dass die Munition gefunden haben? Ja, melden, schmelden. Oder sagen die einfach, wir haben das Video gemacht, damit haben wir es offensichtlich gerade gemeldet? Ich denke mal, dass die einfach, nächstes Video drehen. Okay, ja. Super. Folgendes. Auf Munition. Junge, wie viel aber auch. Ich habe keinen Bodenstempel gesehen. Hier, kurz mal gucken. Könnte vom K98 sein, ne? Digga! Die spielen einfach PUBG. K98 ist so eine so eine Sniper, so eine Repetier-Sniper. Okay. Überkrass. Wenn du damit einen Headshot bekommst, bist du sowas von dead. Obviously, wenn du mit jeder Waffe einen Headshot bekommst, ich wollte gerade sagen. Aber damit bist du wirklich dead. Bis Feierabend dann? Okay. Das sprengt dir auch den Kopf weg, weißt du, was ich meine? Zack, Junge, machst du nichts, verstehst du? So American Sniper-mäßig? Ja. Oder? 6,72 mm, ja, genau. AK-Kaliber, ja, genau, habe ich auch gesagt. AK-Munition, ja. Aber komisch, dass sie nicht magnetisch war. War nicht frisch, Kuss. Das hat mich echt verwundert. Ja, Messing halt, Messing. Ja. Aber besser ist, dass der Mist raus ist, auf jeden Fall. Ja, sehr kurios, was ihr in euer... Und jetzt es wäre so geil, es wäre so cool, wenn die jetzt einfach noch eine AK finden würden, oder? Gehabt. Naja, wer weiß, wer es da gelassen hat, ne? Ja. So, und dann haben wir hier leider
eine Ratte, die wahrscheinlich reingefallen ist und es nicht überlebt hat. Oh, das weiß ist gar nicht. Kein Schnabel. Totenschädel. Ich glaube nicht, also ich würde nicht sagen, dass die tot ist. Aber sehr krass, wie viel. Oder? Das hat doch ist, ne? Alles nee, noch, sieht eigentlich noch recht gut aus. Ja. Vielleicht mal Mund-zu-Mund-Beatmung, ist ja lang, das heißt, ja, Wasser richtig, jetzt richtig, auch. Richtig, ja. So, also die Patronenhülsen, da werden wir auf jeden Fall noch die Polizei rufen, deswegen werden die hier auf jeden Fall noch gemeldet. So, das soll's. Unnötig. Gewesen sein mit dem kurzen Video. Was soll die Polizei? Die hat doch selber Munition. Was soll die damit? Du hast recht. Stell dir mal vor, der Polizeiwachmann tut das in seine Waffe und knallt und dann. Video. Die haben doch Munition. Da liegt auch Ratar sein Gold. Nicht gut. Hier runter. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, zum Boden nochmal zu sagen, da war nicht wirklich viel Sand. Also es war sehr harter Boden. Das heißt, die Munition, die kann da schon echt eine Weile drin liegen. Und ja. Da ist kein Deckel. Würde nicht verschwinden. Also, nee, ist da aber jetzt wirklich einfach ein Loch? Nein, der Typ sitzt ja immer da und warnt die Fahrradfahrer. Ah, halt, ne? Okay, ich verstehe. Okay. Also, es war wie Betonboden. Es war nur ein bisschen Laub, was ich leider aufgewirbelt habe, sonst hätte ich auch noch länger tauchen können. Aber ja, auf jeden Fall ziemlich krasse Aktion. Ist auch das erste Mal, dass ich im Wald tauchen war. Mhm. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen und ja, bleibt dabei. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Euer Herr Newstime. Junge. Krass.